Und herzlich willkommen, liebe Konsumenten und Konsumentinnen, zu einem neuen Video, diesmal sogar mit Stimme, zu unserem Jahresrückblick. Unser Kanal ist vor 3 Jahren, ein bisschen mehr als 3 Jahren entstanden, am 6.12., Tag des Nikolaus. Das war tatsächlich ein Zufall und ist damit jetzt schon über 3 Jahre alt. Was ziemlich krass ist, denn 3 Jahre ist actually eine Menge Zeit. Ungefähr hier waren wir vor 3 Jahren und da ist das erste Video Terraria rausgekommen, einer meiner Lieblingsprojekte. Und wir haben sogar Terraria währenddessen abgeschlossen. Einige andere Videos sind rausgekommen, ein paar Formate sind gestartet und jetzt befinden wir uns hier. Das war übrigens das letzte Video von Terraria, haha. Und noch viel mehr an Shorts sind rausgekommen. Ich habe Cluster Truck ziemlich gesuchtet, sowie Portal, Patrick's Powerbox, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Mit unserem Kanal ist auch einiges in dieser Zeit passiert, was ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich überraschend war. Wir haben selbst nicht erwartet, dass wir machen das Ganze schon seit 3 Jahren und vor einem Jahr, wo wir das gesamte nur seit 2 Jahren gemacht haben, war es auf jeden Fall, waren die heutigen Ergebnisse ziemlich unerwartet. Aber was soll ich sagen? Ihr müsst euch vorstellen, vor so einem Jahr waren wir sogar hier, vor einem halben Jahr waren wir dann hier und dann ist auch noch dieses, ist auch ein Special rausgekommen, weil wir haben in der Zwischenzeit die 100 Abonnenten geknackt, was wir damals nicht gedacht haben, was in der nächsten Zeit passiert. Und das war halt ein extrem krasses Achievement. Wir haben natürlich eine Menge darüber geredet und haben uns dann so zum Spaß ein bisschen vorgestellt, was die Zukunft bringen könnte und haben so uns überlegt, ey, wie krass wäre es nicht, wenn wir dieses Jahr die 200 knacken würden. So gegen circa Ende des Jahres gefühlt, das war so ungefähr, hier müsste es gewesen sein, um November, haben wir uns gedacht, ist das doable? Wir glauben nicht, aber das war ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir waren mehr als glücklich und wir standen auf jeden Fall teilweise auch mit einem offenen Mund einfach da und haben uns gedacht, krass. Und ja, danach ist einfach das hier geschehen. Das hier ist seit Erstellung bis Anfang November. Ich sag einfach mal nur November. Das hier ist geschehen. Das ist nur November. Es war einfach. Wow. Ja. Einfach. Not expected. Jetzt machen wir jetzt die Gesamtzeichnung. Ja, wir haben in der Tat dieses Jahr die 200 geknackt. Ja, aber das war's jetzt mit dem. Das war's jetzt erstmal mit dem. Da! Und jetzt zurück zum Jahresrückblick. Das ist das Jahresrückblick und ich habe jetzt einfach mal zum Spaß noch das letzte Jahr nochmal dazu gehangen, einfach nur damit man so ein bisschen Differenzen sehen kann. Und währenddessen haben wir mit Patrick Parabox angefangen. Bloons Tower Defense 6 haben wir damals noch sogar gespielt, Anfang dieses Jahres. Terraria angefangen, hat sogar andere Spiele ausprobiert, wie zum Beispiel Phasmophobia, auch wenn ich nicht weiß, wo das ist. Und vieles mehr. Und letztes Jahr haben wir halt BTD 6 gespielt. Wir haben damals noch League of Legends gespielt, sehe ich gerade. Wo, da. Einige Projekte sind noch mitgekommen, viele sind gegangen, einige sind neu dazugekommen. Und ja, es war ein ziemlich witziges Jahr. Wir haben Terraria, wie schon davor gesagt, angefangen, durchgespielt. Das alleine fand ich, war eigentlich schon so gefühlt einer der Highlights meines Jahres. Außerdem haben wir ein neues Profilbild, einen neuen Banner. Und ja, es gibt noch einiges, was man erzählen könnte, aber ich glaube, es wird nicht alles hier reinpassen. Daher vielen Dank. Danke. Und was vielleicht viele nicht unbedingt wissen ist, der Kanal wird ja von 2 Leuten geführt, deswegen dieses Gesicht. Mein Name ist Wu, vielen Dank. Und ich hole hier gleich auch Trader rüber. Oh, mein Knie. Was soll ich noch sagen? Bruder, du hast 4 Wörter, die... Ja, die sind Hi, ich bin Trader. Okay. Danke. Das sind, glaube ich, 5 Wörter, oder? Ja, guck, 5. Hi, ich bin Trader.
Danke, 5. Und damit muss ich arbeiten. Das war's dann jetzt mit unserem Jahresrückblick. Und ein kleines Best mehr als unser als ein Jahresrückblick. Auch noch so ein kleines Dankeschön für die Explosion des Jahres. Das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann noch in Zukunft. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für zum Beispiel Let's Plays oder Formate, dann immer gerne rein damit. Ansonsten lasst gucken, was das nächste Jahr für uns bereithält. Und ciao.